Das letzte Geschenk. Kriminalhörspiel von Erhard Schmid. Regie Christoph Pragua. Oh, ist schön hier. Ich sitze auch gerne auf dem Balkon. Aber du könntest mal wieder gießen. Deine Geranien lassen ziemlich die Köpfe hängen. Noch ein Keks, mein Junge. Danke. Du müsstest im Übrigen auch mehr trinken. In meinem Alter kann man nicht mehr an alles denken. Mutter, wer Durst hat, trinkt. Das ist doch ganz einfach. Irgendwann kippst du wieder um. Hast du schon eingekauft? Brauche ich nicht. Im Kühlschrank ist noch was, alles... Was, das olle Gemüse? Ja, früher haben wir auch nichts weggeworfen. In der schweren Zeit. Bestell endlich wieder Essen auf Rädern. Das schmeckt mir aber nicht. Also gut, ich besorg dir was. Das sagst du immer. Und dann hast du doch keine Zeit. Mutter, ich habe einen Beruf. Deswegen kann ich hier auch nicht dauernd nach dem Rechten sehen. Wann kommt denn die Putzfrau? Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht mehr will. Bitte? Aber du brauchst jemanden. Aber ich mag die Frau nicht. Und was soll ich mitbringen? Tortellini? Oder Schweinebraten? Ach, nee. Ach, den isst du doch immer so gern. Krüger? Ja? Wo ist das? Ich komme. Ja, ich komme gleich. Tut mir leid, Mutter, ich muss los. Na, siehst du. Wie immer. Der heißt Mark Felber, 42, von Beruf Elektriker. Ist das richtig? Er war arbeitslos, soviel ich weiß. Ja, das sagt man immer, Handwerk hat goldenen Boden. Und Ihnen gehört das Haus? Schon seit Jahren. Ich habe meine Praxis im Erdgeschoss. Wissen Sie, es gab in letzter Zeit einige Probleme. Was für welche? Ruhestörung. Gegenstände, die im Treppenhaus abgestellt worden sind. Darüber wollte ich mit ihm reden. Da habe ich gemerkt, dass die Tür offen stand. Und sind einfach rein. Um nach dem Rechten zu sehen. Bin schließlich der Eigentümer. Außerdem bin ich Arzt. Ich weiß. Ich bin es gewohnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Herr Dr. Ebel, wie es aussieht, ist der Mann erschossen worden. Das passt. Bitte? Mark Felbert hatte eine gewisse Affinität zu Waffen. Drüben hängt ja alles voll. Schwerter, Dolche. Eine Armbrust hatte er, glaube ich, auch. Eine Armbrust? Ja. Pistolen, Revolver... Das allerdings wäre mir neu. Verstehe. Gibt's irgendwelche Angehörigen? Seinen Vater. Der lebt noch. Entschuldigen Sie, ich möchte zur Heimleitung. Sowas gibt's hier nicht. Kleiner Scherz. Kommen Sie, ich muss eh in die Richtung. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ja, bitte. Sagen Sie bloß nicht heim. Was denn sonst? Wir sind eine Seniorenresidenz. Hört sich gleich viel besser an. Für wen suchen Sie denn? Was meinen Sie? Ein Platz. Sie wollen doch bestimmt nicht hierher. Jedenfalls noch nicht. Nein, nein, ich bin von der Polizei. Oh. Ermordet? Frau Born, Sie... Sie sind die Leiterin dieser Residenz? Ich bin die Pflegedienstleiterin. Die Stelle der Heimleitung ist vakant. Deswegen wird unser Haus derzeit von der Zentrale verwaltet. Ermordet? Es gibt also Filialen? Ja, insgesamt 9. Demnächst kommen 2 weitere hinzu. Altenpflege ist ja ein prosperierendes Geschäft. Sie sagen es. Haben Sie das Opfer gekannt? Mark Felbert. Tja, kann man so nicht sagen. Als sein Vater zu uns kam, bin ich ihm natürlich begegnet. Man will ja wissen, wer bei uns ein- und ausgeht, aber ansonsten... Ihnen ist also nichts aufgefallen in letzter Zeit? Tja, wie gesagt, ich habe ihn so gut wie nie gesehen. Vielleicht weiß sein Vater mehr. Obwohl ich nicht glaube, dass er Ihnen groß weiterhelfen kann. Wieso nicht? Ich bringe Sie zu ihm.
Der alte Felbert ist im Moment in keiner allzu guten Verfassung, aber das sind ja die wenigsten. Wir sind schließlich kein Jugendlager. Wie viele Personen betreuen Sie denn? Hier im Haus 124. Wir könnten mehr aufnehmen. Die Anfragen reißen nicht ab, aber unsere Kapazitäten sind leider begrenzt. Sagen Sie, riecht das hier eigentlich immer so? Sie haben keine Erfahrung mit alten Menschen, oder? Ja, unsere Bewohner verströmen manchmal einen etwas seltsamen Geruch, ein wenig süßlich. Manche sagen, es sei der Geruch des Todes, aber das halte ich für übertrieben. Meiner Meinung nach riecht es nach Urin. Das bilden Sie sich ein. Oh, Verzeihung. Kommen Sie nur, wir sind mit dem Anziehen fertig. Das ist Herr Krüger. Hallo. Er ist von der... Ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Ach ja? Zu wem möchten Sie denn? Zu Herrn Felbert. Das ist der junge Mann hier, aber da werden Sie heute wenig Glück haben. Unser Herr Felbert ist ein bisschen müde, obwohl wir eigentlich gut geschlafen haben. Herr Felbert! Aufwachen! Sie haben Besuch! Herr Felbert! Sie müssen lauter sprechen. Können Sie mich verstehen? Ich glaube, das hat im Moment wenig Sinn. Er hat doch nichts ausgefressen, oder? Weswegen ist er denn bei Ihnen? Das Übliche. Der Sohn konnte sich nicht kümmern. Wollte es vielleicht auch nicht. Und allein kam er nicht mehr zurecht. Sie sehen ja selbst, es gibt Phasen, in denen liegt er nur da. Von ärztlicher Seite aus wurde eine Form von Demenz diagnostiziert. Entschuldigen Sie, aber kann man vielleicht das Fenster mal aufmachen? Ich versichere Ihnen, an den Geruch gewöhnt man sich. Was glauben Sie, wann ich mit ihm reden kann? Och, das lässt sich nicht sagen. Manchmal schläft er den ganzen Tag. Nicht wahr, Herr Felbert? Im Moment haben wir überhaupt keine Lust. Liegt er ganz alleine hier? Nein, das andere Bett ist ebenfalls belegt. Unser Herr Matti ist nur gerade zur Gymnastik. Erschossen? Ja, ganz recht. Das ist ja entsetzlich. Meinen Sie, der alte Felbert würde überhaupt verstehen, was passiert ist? Er hat durchaus seine wachen Momente, obwohl er früher besser beieinander war. Aber so ist das nun mal mit alten Leuten. Die Zeit bleibt nicht stehen. Kennen Sie doch bestimmt von zu Hause. Ach, Entschuldigung, geht mich ja nichts an. Frau Heinzhoff. Sie können mich Judith nennen. Oder Schwester Judith, wenn Ihnen das lieber ist. Danke. Kam der Sohn vom alten Felbert oft zu Besuch? Oft. Oft ist relativ. Manche Angehörigen schauen jede freie Minute vorbei. So einer war er nicht, aber ist durchaus regelmäßig aufgetaucht. Ist Ihnen mal was aufgefallen? Sie sind doch jeden Tag hier. Nein. Außerdem kümmere ich mich nicht darum, wie einer ist oder nicht ist. Es sei denn, ich muss ihm den Hintern abwischen. Und selbst dann mache ich mir keine großen Gedanken. Haben Sie hier eigentlich keine andere Spur? Das ist keine Spur. Ich versuche nur, mir einen Eindruck zu verschaffen von dem Mann. Na dann, viel Spaß. Tut mir leid, ich muss wieder rein, sonst komme ich mit dem Pensum nicht durch. Jetzt machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Mach ich doch gar nicht. Ich sag nur, du sollst mich in Ruhe lassen. Das kommt aufs Gleiche raus. Ich habe Sie zur Gymnastik gebracht, ich habe Sie abgeholt. Jetzt gehen Sie gefälligst zum Klo, solange ich hier bin. Ich kann aber nicht. Ich war doch gerade erst. Und nachher kann ich nicht. Dann gehe ich eben alleine. Ja, um sich wieder auf die Schnauze zu legen. So wie letzte Woche. Aber heute wollen die Beine wieder. Ja, ja. Jetzt nicht. Entschuldigung, ich... Sie sehen doch, wir sind beschäftigt. Kommen Sie nur rein. Zu wem wollen Sie denn? Sind Sie Herr Matti? Klar habe ich den jungen Felbert gekannt. Der Anton, also sein Vater. Na, mit dem ist ja nicht mehr viel los. Im Heim bist du doch froh über jeden, mit dem du reden kannst. Da hast du nicht viele Freunde. Das ist wie im Krieg. Also wie im Krieg? Die sterben alle weg. Am Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen. Besonders als Gerlinde noch hier war. Eine bezaubernde Dame, die vor einige Zeit ebenfalls bei uns war. Herr Matti, um auf den Fall zu kommen. Leider ist sie inzwischen von uns gegangen. Und Anton, wie gesagt, spricht nicht mehr viel. Besonders in letzter Zeit. Aber es kann dich ja schlimmer treffen. Zum Beispiel, wenn dauernd jemand Neues einquartiert wird. Bei Anton weißt du wenigstens, was du hast. Ja, aber haben Sie denn bei seinem Sohn irgendwas... Früher
Da hat der Anton erzählt, in einem Fort, hat sich bemerkbar gemacht. Ich brauch dies, ich brauch das. Der hat das Personal ganz schön auf Trab gebracht, wo die eh keine Zeit haben. Ich sehe schon, Sie können mir auch nicht weiterhelfen. Der kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Deswegen geben Sie mir was. Wie, Sie geben ihm was? Irgendwelche Medikamente. Aber von mir haben Sie das nicht. Am Ende liege ich genauso da. Sie meinen, die stellen ihn ruhig? Sedieren heißt das. Hat der Sohn das gewusst? Klar. Und es hat ihn ziemlich auf die Palme gebracht. Was meinen Sie, warum der Hausverbot hatte? Ah. Mark Felbert durfte hier gar nicht mehr rein? Ganz recht, das war ihm untersagt. Die betreffende Person wartet am Haupteingang, bis der Angehörige nach draußen gebracht wird, nach vorheriger Anmeldung natürlich. Mir war nicht bewusst, dass das in irgendeiner Weise relevant ist. Das war Ihnen nicht bewusst? Es gibt immer Besucher, die ihre Kompetenzen überschreiten, die uns Vorschriften machen wollen. Wir versuchen es natürlich mit einem Gespräch, aber wenn es nicht anders geht... War Felbert Senior mit diesem Hausverbot einverstanden? Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir derartige Maßnahmen mit unseren Bewohnern abstimmen. Als Pflegedienstleiterin bin ich für den reibungslosen Ablauf in dieser Einrichtung verantwortlich. Abgesehen davon, dass viele ohnehin kaum noch mitkriegen, was um sie herum geschieht. Besonders wenn man sie mit Beruhigungsmitteln vollstopft. Ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sind, derartige Maßnahmen einzuschätzen. Was glauben Sie, wie viele hochgradig unruhige Personen wir beherbergen? Menschen, die unentwegt nach dem Personal rufen, die durch die Flure geistern, vor allem nachts. Der Sohn war mit dieser Maßnahme jedenfalls nicht einverstanden. Natürlich nicht. Ist er deswegen handgreiflich geworden? Wer hat Ihnen das gesagt? Na, wieder nichts gegessen. Die sind nur Haut und Knochen. Der Sohn vom alten Felbert hat sie also tätlich angegriffen. Das ist ewig her. Haben Sie sich überlegt, mir das wochenlang und bringen ihn dann um die Ecke? Hab ich Besseres zu tun. Was sagt sie? Keine Ahnung. Außerdem hat er mich nicht tätlich angegriffen. Nein? Nee, mich am Arm gepackt. Ungefähr, ja, so und, ja, und dann hat er mich weggestoßen. Das nenne ich sehr wohl einen Angriff. Ach, ich war viermal Türsteher. Bin ich ganz anderes gewohnt. Ruft sie da jemand? Ah, das ist nur der alte Fromm. Der will aufstehen, aber ich kann jetzt nicht. Hier sind Sie. Ja? Haben Sie der Polizei erzählt, dass die beiden aneinander geraten sind? Frau Born, ich glaube, die Hauskapelle ist nicht der richtige Ort. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Nein. Nichts habe ich denen gesagt, gar nichts. Judith, ich will Ihnen ja keine Vorschriften machen. Ach nein. Ich will Sie nur daran erinnern, dass nicht alles, was hier im Haus geschieht, von, ja, sagen wir, allgemeinem Interesse ist. Das kann man auch anders sehen. Sie wissen, was ich meine. Ich verlasse mich auf Sie. Sagen Sie mal, diese Frau, bei der wir eben waren, die hat doch jetzt überhaupt nichts im Magen. Natürlich nicht. Aber was soll ich denn machen? Zum Füttern habe ich keine Zeit. Ich bin ganz alleine hier. Aber heute Abend gibt's ja wieder was. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Und wenn Sie mich fragen, war das übrigens genau richtig, das mit dem Hausverbot. Der Kerl hat sich dauernd beschwert, und das in einem Ton. Wenn er nun mal mit der Betreuung unzufrieden war, dann... Das sind Sie alle. Dabei reißen wir uns hier den Arsch auf. Weil Sie nicht in der Lage sind, sich selbst um Ihre Angehörigen zu kümmern. Aber wehe, es wird nicht genug gelüftet. Ja, oder eine Windel ist mal voll. Die Pflegeversicherung ist doch genau... Dafür kriegen Sie kein Vier-Sterne-Hotel. Und Mark Felbert hat sich trotzdem aufgeregt. Wer seine Angehörigen abgibt, muss wissen, was er tut. Und damit leben. Das wissen wir alle. Es ist nun mal nicht genug Geld da. Aber dafür kann ich nichts. Und trotzdem lassen alle immer ihren Frust nur an mir aus. Aber deswegen bringe ich noch lange keinen um. Herrgott! Hallo, Herr Doktor? Na, wieder mal im Haus. Zu mir brauchen Sie nicht zu kommen. Alles tipptopp. Herr Matti, ich führe hier ein dienstliches Gespräch. Entschuldigung. Das ist eine echte Nervensäge. Das mag sein, aber seine Werte sind okay. Ja, also, was ist jetzt? Was willst du von mir? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Es ist 3:30. Ich brauche meinen Kaffee und mein Stück Kuchen. Du musst mir einen Gefallen tun. Ich habe
Wie soll ich sagen? Ein Problem. Naja, und? Also entweder du erzählst es mir oder du lässt es bleiben. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Du bist immer so verdammt nüchtern. Ich bin Arzt, da gehört sowas dazu. Es geht um Mark Felbert. Den Toten? Das klingt aber gar nicht schön. Ist es auch nicht. Was heißt, du bist gestürzt? Hingefallen eben. Im Bad. War aber nicht so schlimm. Bist du wieder schwindelig gewesen? Siehst du, jetzt ärgerst du dich. So wie immer. Ich ärgere mich nicht. Ich mache mir Sorgen. Ja, das kommt aufs Gleiche raus. Weil du dir nicht gerne Sorgen machst. Wer tut das schon? Na, ich zum Beispiel. Ich würde mir gerne Sorgen machen. Und zwar um dich. Was willst du denn hören? Aber du erzählst ja nie was. Wie einer erstochen wurde oder wie jemand seine Frau misshandelt hat? So ganz normale Sachen. Wann du aufgestanden bist, ob du genug gegessen hast, ob du eine neue Freundin hast. Och, oder... Mutter, ich bin kein Kind mehr. Ist dir immer noch schwindelig? Nein, 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 nein. Ja, du sagst jetzt nur, um mich zu beruhigen. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Kann ich sonst was für dich tun? Willst du einen Kaffee? Oder soll ich dir was vorlesen aus der Zeitung? Ich meinte erzählen, nicht bemuttern. Lesen kann ich im Übrigen noch selbst, wo du eh keine Zeit hast. Ich habe alle Zeit der Welt. Nun geh schon dran. Dein Dienst ruft. Wie immer. Krüger? Gucken Sie nicht so missmutig. Alten Leuten darf man nicht abschlagen. Wer weiß, wie lange man sie noch hat. Ganz schön schwer, so ein Rollstuhl, was? Besonders, wenn einer drin sitzt. Herr Marti, ich verstehe immer noch nicht, was Sie eigentlich von mir wollen. Das habe ich Ihnen doch erklärt. Mein Gefühl sagt mir, dass ich vielleicht das eine oder andere wissen könnte über den Fall. Dinge, an die ich mich bloß nicht erinnere. Sie wissen ja, in meinem Alter. Kann es sein, dass Sie nur die Gelegenheit nutzen, um vor die Tür zu kommen? Ja, früher hat mir das geholfen. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin los, kreuz und quer. Und dann, plötzlich, war alles wieder da. Manchmal jedenfalls. Ja, manchmal. Sie müssen das als Teil Ihrer Arbeit ansehen. Ja? Wie ein Verhör mit anderen Mitteln. Da gibt es doch auch bestimmte Techniken. Ja, Rumfahrtechniken. Hören Sie, es wird gleich dunkel und ich hatte wirklich einen anstrengenden Tag. Ich auch. Ja, Sie. Was glauben Sie denn, wann die uns wecken? Ja? Und? Schon was gefunden? Nein. Vielleicht suchst du an der falschen Stelle. Ich habe versprochen, dir zu helfen und dabei bleibt es, aber du wirst mir jetzt keine Vorschriften machen. Ja, das war nicht meine Absicht. Ich sehe mir das Ganze an, dann handle ich. So ist es auch diesmal. Mir ist gar nicht wohl bei der Sache. Glaubst du mir? Das kann mich meine Approbation kosten. Ja, so weit wird schon nicht kommen. Ich frage mich eh, warum ich das tue. Weil wir alle im selben Boot sitzen. Ich muss jetzt weitermachen. Okay, und beeil dich. Entschuldigung. Und? Ist Ihnen inzwischen was eingefallen? Die Gedanken sind ein flüchtig Ding. Sind mal hier, mal dort. Ich hab's befürchtet. Haben Sie denn keine Fragen? Was für Fragen? Kommissare wollen doch immer alles wissen. Leben, Beruf. Die dunklen Geheimnisse. Oh, was ich Ihnen alles erzählen könnte. Ich sag's doch, Ihnen ist nur langweilig. Was mir im Übrigen auch helfen würde, um mich zu erinnern, meine ich, wenn wir mal am Tatort vorbeiführen. Das fehlt gerade noch. Nun kommen Sie schon. Ist doch nur um die Ecke. Das wissen Sie? Na, der Felbert hat doch kein Geheimnis daraus gemacht, aus seiner Adresse. Außerdem kenne ich die Gegend. Deswegen haben Sie mich hergelotst. Nicht, weil Sie früher hier gewohnt haben, damit Sie was erzählen können, beim Frühstück. Das ist der Grund. Meine Wohnung war ganz woanders, am alten Hafen. Da vorne, rechts. Sie kriegen wohl immer, was Sie wollen. Ja, da drüben ist es. Egon-Benz-Straße 2. Welche Etage gleich nochmal? Erste. Aber da brennt ja Licht. Das ist ein Missverständnis.
Sie dringen in eine Wohnung ein, durchwühlen Schränke und Schubladen. Was gibt es da nicht zu verstehen? Das polizeiliche Siegel ist intakt. Dr. Ebel, Sie haben sich Zutritt verschafft. Ist doch egal, ob durch die Tür oder durch ein Toilettenfenster, das nicht mehr richtig aber schließt. Aber mich deswegen mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Sie haben recht, Sie haben recht. Dass es sich um den Tatort handelt, ist bestimmt reiner Zufall. Außerdem sind Sie ja der Hausbesitzer. So das ist völlig ist normal, es. Mit einer Leiter über den Balkon. Ach, nun denken Sie doch, was Sie wollen. Haben Sie einen Anwalt? Den brauche ich nicht. Das haben schon viele gesagt. Wissen Sie, ich komme von ganz unten. Schule abgebrochen, zweiter Bildungsweg. Und? Ich weiß, was es heißt, sich durchzubeißen. Mich legt so schnell keiner aufs Kreuz. Und was ist da in Ihrer Umhängetasche? Doch, persönliche Sachen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich einen kurzen Blick drauf werfe. Allerdings habe ich das. Herr Dr. Ebel, Sie sollten mir die Tasche geben, und zwar freiwillig. Diese Dokumente gehen niemanden etwas an. Aber bitte, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Danke. Das ist nur Papierkram. Sie können mir ruhig glauben. Damit kommen wir bei der Polizei nicht weit. Diese Unterlagen stammen aus dem Heim. Das sind vertrauliche Dokumente. Ja, wieso hat Mark Felbert sie dann besessen? Keine Ahnung. Dr. Ebel behauptet, er hätte die Papiere schon bei sich gehabt, als er in die Wohnung eingestiegen ist. Aber die Zimmer sind durchsucht worden. Außerdem haben wir weitere Dokumente dieser Art gefunden. Das sind Pflegeprotokolle, Dienstpläne, wer wann gearbeitet hat. Ja, und? Alte Leute zu betreuen ist ein schwieriges Geschäft. Besonders, wenn die anfangen, alles zu vergessen. Oder wenn sich die Persönlichkeit verändert. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele aggressive Alte es gibt? Pflegefälle, die andere sexuell belästigen? Ja. Ja, das wollen Sie auch nicht wissen. Aber egal, in welcher Verfassung Sie sind, diese Betreuung hier ist nicht nur schwierig, sie ist vor allem teuer. Na, sicher, die polnische Lösung. Was für eine Lösung? Na, irgendeine unterbezahlte Kraft ohne Ausbildung, die bei Ihnen zu Hause lebt. Ja. Aber im Heim, das Geld der Pflegeversicherung reicht da hinten und vorne nicht. Es sei denn, Sie nehmen eine winzige Rendite in Kauf. Wenn Sie nicht gleich rote Zahlen schreiben wollen, aber das will keiner. Ja, besonders nicht, wenn es sich um einen privaten Betreiber handelt, so wie in Ihrem Fall. Also heißt es sparen. Was glauben Sie, warum wir chronisch unterbesetzt sind? Na, die sagen zwar immer, der Markt sei leergefegt, man finde niemanden, aber... Muss bei Ihnen deswegen alles zack, zack gehen, weil die zu wenig Leute einstellen? Ja, natürlich. Da bleibt keine Zeit, jemandem beim Essen zu helfen. Es sei denn, man stopft es drei Alten gleichzeitig in den Mund. Mit Reden ist auch nicht mehr viel. Und immer mit dem Blick auf die Uhr. Dabei sind die Zeiten eh knapp bemessen. Waschen, rasieren, ankleiden. Für alles haben sie immer nur ein paar Minuten. Aber selbst unter normalen Umständen ist das kaum zu schaffen. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen mal was. Ja. Was heißt, Sie lassen vieles weg? Um Zeit zu sparen. Duschen, Nägel schneiden, umbetten, damit keine Druckstellen entstehen. Muss ja nicht sein. Jedenfalls nicht so oft. Spielnachmittage, Spaziergänge, gemeinsames Singen, fällt alles flach. Und wenn ich alleine zum Klo kann, kriegt eine Windel verpasst. Weil es schneller geht. Probieren Sie mal. Was, den Pudding da? Keine Angst. Sie sehen doch alles unberührt. Hier ein Löffel. Danke. Ist ja grauenhaft. Mit Wasser angemacht statt mit Milch. Wieder ein paar Cent gespart. Der Aufschnitt ist natürlich auch vom billigsten, das Brot. Kein Wunder, dass das meiste stehen bleibt. Aber das muss doch auffallen. Die Alten beschweren sich schon, manche jedenfalls. Auch einige Angehörige, aber das Geld kriegen wir natürlich trotzdem. Obwohl die Leistungen nicht erbracht worden sind. Also jedenfalls nicht korrekt. Ja, nur so hat das Ganze doch überhaupt erst Sinn. So einfach ist das. So einfach ist das. Frau Born, dieser Betrug... Mit diesem Begriff sollten Sie ganz vorsichtig sein. Ich kann es auch eine Form von Körperverletzung nennen oder Misshandlung von Schutzbefohlenen. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden. Ich vermute, Mark Felbert hat die Pflegeprotokolle und Dienstpläne miteinander verglichen. Hier zum Beispiel.
27.04. Frühschicht. Laut Dienstplan waren 3 ausgebildete Pflegekräfte und 5 Pflegehelferinnen anwesend. Unsere internen Abläufe. 28.04., 29.04., es ist immer das Gleiche. Damit ist es rein rechnerisch absolut unmöglich, 124 Heiminsassen eine seriöse Grundpflege zukommen zu lassen. Hat der junge Felbert Sie damit erpresst? Bitte? Was hat er denn verlangt? Dass Sie das Hausverbot aufheben? Dass man sich besser um seinen Vater kümmert? Worauf wollen Sie hinaus? Dass ich ihn deswegen umgebracht habe? Und? Haben Sie? Bei der neuerlichen Durchsuchung der Wohnung sind 20.000 Euro gefunden worden, versteckt in einer Kommode. Von mir hat er die nicht. Ärztliche Maßnahmen, mein lieber Herr Krüger, sind nun mal an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden. Das heißt, Sie sehen im Heim nach dem Rechten. So ist es. Aber wenn Sie zu viele Schwierigkeiten machen, ruft man in Zukunft einen anderen Arzt. So lukrativ sind diese Hausbesuche nun auch wieder nicht. Trotzdem drücken Sie hin und wieder beide Augen zu. Meine Entscheidungen beruhen allein auf medizinischen Gesichtspunkten. Und auf den Pflegeprotokollen, die Ihnen vorgelegt werden, obwohl Sie wissen, dass die nicht den Tatsachen entsprechen. Die Unterlagen sind immer komplett. Ja, weil die fehlenden Leistungen nachträglich eingetragen werden. Also ich bitte Sie. Herr Dr. Ebel, warum haben Sie versucht, die Angelegenheit zu vertuschen? Das habe ich nicht. Immerhin haben Sie nach den Unterlagen gesucht. Frau Born und ich kennen uns seit langem. Ich wollte nur behilflich sein. Wobei, den Status quo zu erhalten? Mein Gott, die Alten müssen schließlich irgendwo hin. Mahlzeit. Was ist denn? Ich bin mitten in einer Vernehmung. Ich habe mir das nochmal überlegt, dass mir dauernd schwindelig wird und ich so viel vergesse. Letzte Woche habe ich den Herd 3-mal angelassen, 3-mal. Mutter, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Vielleicht gehe ich doch besser ins Heim. Was? So plötzlich? Ja, weißt du, wir haben doch schon so oft darüber gesprochen, dass ich nicht mehr gut zurechtkomme und du bist ja auch dafür. Moment, das habe ich nie gesagt. Ich habe mir ein paar Adressen rausgesucht, weißt du, da rufe ich jetzt einfach mal an. Sowas kannst du doch nicht übers Knie brechen. Ich komme heute Abend vorbei und dann... Aber wieso? Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Pass auf, jetzt kann ich mir das Heim noch selbst aussuchen, weißt du? Wer weiß, was später ist. Jetzt stell dich nicht so an. Und dreh dich gefälligst um. Carsten, was machst du denn da? Hey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Es ist fast 11. Ist der noch immer nicht sauber? Wie denn, wenn er sich so anstellt? Dann lass mich das machen. Finger weg! Carsten! Spiel dich jetzt bloß nicht auf. Du bist auch keine Heilige? Meinst du, ich weiß nicht, was hier los ist? Wer den Sohn vom alten Felbert hier reingeschleust hat, trotz Hausverbot. Glauben Sie mir, ich tue mein Bestes. Alle hier tun das. Oder sagen wir fast alle. Sogar unsere Frau Born. Aber wir stoßen nun mal an unsere Grenzen. Und wie hält man das durch? Alte Leute abzufertigen ist nicht jedermanns Sache. Manche von uns trinken. Werfen was ein, um runterzukommen. Viele kündigen. Jeder hat seine eigene Methode, damit umzugehen. Welche haben Sie denn? Ich bete manchmal. Und das hilft? Das habe ich nicht behauptet. Der alte Matti. Ja? Wissen Sie, wo der ist? Danke fürs Rausschieben. Dazu haben die mal wieder keine Zeit. Ja, Sie sind ein schlauer Fuchs. Sie haben mich absichtlich zur Wohnung von Mark Felbert geführt, nicht wahr? Weil Sie irgendwas mitgekriegt haben? Haben Sie die beiden belauscht, Frau Born und diesen Dr. Ebel? Die denken alle, ich höre nicht mehr gut. Aber wenn es drauf ankommt. Und jetzt machen Sie den Laden dicht? Ja, so einfach ist das nicht. Hallo, Schwester Judith. Wissen Sie, bei mir ist das nicht so tragisch, das mit der frischen Luft. An guten Tagen schnappe ich mir den Rollator und los geht's.
Ja, aber mit den Frauen klappt das nicht mehr so. Ich meine, im Kopf schon. Und der kleine Freund hätte auch nichts dagegen, aber... Bitte, Herr Marti, bitte. Ich dachte, wir könnten uns ein bisschen austauschen. Aber ich sehe schon, da haben es die Jungen leichter. Die finden immer einen zum Reden. Und nicht nur dafür. Obwohl die auch ihr Päckchen zu tragen haben. Ich meine, wie geht's ihr denn? Wem? Der Schwester Judith. Wieso? Aber man braucht sie ja nur anzusehen, wie sie dort steht und raucht. Seit ihr Freund tot ist. Welcher Freund? Mark. Mark Felbert? Ja, die waren doch liiert, die beiden. Oder haben sie das nicht gewusst? Frau Heimsow, Sie sind mit Mark Felbert gesehen worden. Von verschiedenen Heimbewohnern. Blicke, vertrauliche Gespräche, Zärtlichkeiten. Ach, alte Leute bilden sich gern was ein. Außerdem bin ich mir sicher, dass wir Ihre Fingerabdrücke finden werden. In der Wohnung, im Wagen und auf den Heimunterlagen, die ihr widerrechtlich... Kann sein, dass ich da was angefasst habe. Ohne zu wissen, als ich mal bei ihm war. Das Verhältnis geben Sie also zu? Herrgott, ja. Ja? Mark hat im Heim jede Menge Theater gemacht. Wenn bekannt geworden wäre, dass er und ich... Das war keine große Geschichte. Hat auch nur ein paar Monate gedauert. Den Job wäre ich trotzdem los gewesen. Kontakt mit Angehörigen. Sowas sehen die nicht gern. Sie haben ihm die Unterlagen besorgt, nicht wahr? Irgendwann hatte ich das Pflegeprotokoll bei seinem Vater liegen lassen. Die Liste, wo ich eintrage, was gemacht worden ist, waschen, kämmen und so weiter. Aber an dem Tag war ich wieder zu nichts gekommen. Das Protokoll war also voller Lücken. Ja, und Mark steht da und macht mich an. Ich bin regelrecht zusammengeklappt. Hab versucht, ihm das zu erklären, wie es zu diesen Lücken kommt. Und den größeren Zusammenhang. Dass Sie gar nicht anders können. Wir sind da ein paar Mal ausgegangen. Ich habe ihm erzählt, von der Arbeit. Er hat zugehört. Endlich hat mir mal jemand zugehört. Wie gesagt, der eine trinkt, der andere lässt seinen Frust an den Alten aus. Und Sie brauchen Zuneigung. Jeder hat seine eigene Methode. Seit wann sind Sie nicht mehr zusammen? Weiß ich nicht, ein paar Wochen. Sie wissen ja, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Haben Sie nicht gemerkt... Was? ...dass er sich nur mit Ihnen eingelassen hat, um an die Unterlagen zu kommen? Dass auch er Sie nur ausnutzt, so wie Sie bei der Arbeit ausgenutzt werden? Nein. Haben Sie ihn deswegen umgebracht? Ob Ihre Mitarbeiterin tatsächlich mit dem Mord in Verbindung steht, das ist allerdings noch offen. Frau Heimsow ist natürlich mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dann haben Sie ja noch weniger Personal. Hier geht es um Vertrauen, Loyalität. Darum, dass man sich aufeinander verlassen kann. So wie sich die Heimbewohner auf Sie verlassen können? Solange jeder Einzelne von uns nicht bereit ist, mehr für die Alten auszugeben, wird sich an der Situation nichts ändern. Entschuldigung. Was ist denn? Der Friedhof hat angerufen. Der Matti hat sich wieder selbstständig gemacht. Das gibt's doch nicht. Das macht er manchmal. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Überanstrengung, Kreislaufkollaps, genau wie vorgestern. Ich dachte, er ist nicht mehr gut zu Fuß. Der alte Matti, der ist ein Simulant. Und wo war dieser Zusammenbruch? Also der letzte, meine ich. Jetzt sagen Sie bloß, der Kerl tut Ihnen leid. Warum sollte er? Das weißt du nicht. Weil er es nicht mehr lange macht. Oder weil er keinen hat, der sich um ihn kümmert. Ich sag Ihnen eins. Sie tun sich nur selbst leid. Und wieso? Naja. Der alte Knacker erinnert Sie nämlich daran, was auf Sie zukommt. Ja, in ein paar Jahren. Das habe ich auch durchgemacht. Aber glauben Sie mir, das lohnt sich nicht. Jeder wird alt und klapprig. Tja. Ja. Warum sich also in die Hose machen? Das kommt früh genug. Hm.
Was führt Sie denn hierher? Das könnte ich genauso gut Sie fragen. Alte Leute sind nun mal gerne auf dem Friedhof. Die müssen ja auch nicht arbeiten. Also los, Matti. Zack, zack, zurück ins Körbchen. Ist ganz schön clever, sich heimlich ein Taxi zu rufen, den Rollator einzuladen. Und ich dachte, Sie können nicht mehr. An meinen guten Tagen kann ich wohl. Und weswegen sind Sie hier? Das kann ich Ihnen sagen. Wegen der alten Weber. Gerlinde Weber. Die liegt nämlich hier. Was, die Dame, die Sie im Heim kennengelernt haben? Ein schönes Grab, nicht wahr? Ich habe mal nach dem Rechten gesehen. Das können Sie ja auch. Aber melden Sie sich gefälligst ab und hören Sie auf, dauernd schlapp zu machen. So wie vorgestern in der Egon-Benz-Straße vor Haus Nummer 2, nicht wahr? Wenn Sie das sagen. So steht es jedenfalls im Bericht des Rettungswagens, der Sie zurückgebracht hat. Das ist die Adresse von Mark Felbert. Hatten Sie nicht gesagt, Sie wären seit Ewigkeiten nicht mehr in der Gegend gewesen? Dann habe ich wohl gelogen. Hey, 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 hey. Der hat eine Knarre. Sind Sie wahnsinnig? Gerlinde ist dem Kerl da unter den Fingern krepiert. Was? Herr Martin, lassen Sie uns in Ruhe darüber reden. Die Zeit habe ich nicht mehr. Die Pistole hat Mark Felbert gehört, nicht wahr? Der hat sie doch nicht alle. Herr Matti, dieser Pfleger hier ist nur ein Rädchen im Getriebe, ihn allein für die Missstände verantwortlich zu machen, das ist doch... Die Zeit war einfach vorbei. Halten Sie jetzt endlich die Klappe. Ich lasse mich doch hier nicht einfach abknallen. Das bin ich ihr schuldig. Ein letztes Geschenk. Verstehen Sie? Sie können den Mann doch nicht einfach erschießen. Jetzt nehmen Sie es doch nicht persönlich. Sie haben vielleicht Humor. Auch eine Tasse. Nein, danke. Wissen Sie, Gerlinde war eine reizende Person. Höflich, zuvorkommend und mit einem Lächeln. Aber sie war schon krank, als wir uns kennengelernt haben. Und Sie wissen, wie das ist mit Alzheimer. Mhm. Die Patienten entwickeln sich zurück, werden unleidlich. Ich wusste, wie charmant und unwiderstehlich sie gewesen war. Aber alles, was denen einfiel, war, sie ruhig zu stellen. Genau wie den alten Felbert. Ja, sie haben sie einfach liegen lassen, haben die Windeln kaum noch gewechselt. Es ging dann ziemlich schnell. Gerlinde hat das Essen verweigert, sich wundgelegen. Ich habe das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass sie immer dünner wird. Aber denen war das egal. Vor allem diesem... Carsten. Genau. Dabei war es seine Abteilung. Aber er hat immer nur gesagt, wenn ich ihm weiter auf die Nerven gehe, sorgt er dafür, dass das Bett noch schneller frei wird. Kurz darauf war sie tot. Da muss kein Zusammenhang bestehen. Doch. Sie hätten mal sein Gesicht sehen sollen. Aha. Und bei Anton läuft's genauso. Da macht's auch nicht mehr lange. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Noch einen. Einen letzten. Der alte Hafen. Ja, ist eine schöne Gegend. Hier habe ich früher tatsächlich gewohnt. Damals, als die Schiffe hier noch festgemacht haben. Mark hatte mir erzählt, dass er auch eine Pistole besitzt. Illegal natürlich. Okay, habe ich gesagt. Hier sind 20.000, mehr habe ich nicht. Damit kannst du deinen Vater woanders unterbringen oder du lässt ihn zu Hause betreuen. Die beiden hat ja nichts, arbeitslos wie er war. Ja, deswegen hat er das Geld genommen. Aber dann hat er die Pistole nicht rausgerückt. Also habe ich ein Taxi gerufen, bin zu ihm. Können Sie sich vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, rauf in den ersten Stock? Er saß da, die Waffe auf dem Tisch und fing an zu jammern. Das könnte er nicht machen, mir die Pistole geben, das wäre ihm zu riskant, da habe ich es mir einfach genommen. Ich war bei der Bundeswehr, ich weiß, wie man mit sowas umgeht. Und als er auf Sie los ist? Es war ein Reflex. Reflex? Warum haben Sie das Geld nicht benutzt, um etwas für Ihre Freundin zu tun? Was hätte ich denn machen sollen? Sie verlegen zu lassen in anderes Heim. Na, ich war ja nicht mit ihr verwandt. Sie sind geblieben, um Gerlinde zu rächen, nicht wahr? Ich glaube, jetzt könnte ich doch einen Kaffee vertragen. Könnten Sie
Da drüben ist ein Kiosk. Ich warte hier auf Sie. Wo ich so lange nicht hier war. Aber nicht, dass Sie sich vom Acker machen. Keine Angst. Weit kommt sowieso nicht. Zweimal Cappuccino zum Mitnehmen. Sonst noch was? Ein Stück Kuchen? Nein, danke. Milch und Zucker? Für mich nicht, aber vielleicht. Augenblick, ich frag mal. Herr Matti! Haben Sie gesehen, wo der hin ist? Wer? Na, der im Rollstuhl. Nee. Das gibt's ja nicht. Herr Matti! Und Ihr Kaffee? Manchmal gehe ich hierher, setze mich auf eine Bank. Das Geschrei beruhigt mich irgendwie. Seltsam, nicht wahr? Herr Matti war auf dem Friedhof, um sich von Gerlinde Weber zu verabschieden. Er wusste, wenn er den Pfleger erschießt, dann kommt er nie mehr vorbei. Dass er sich umgebracht hat, ist nicht Ihre Schuld. Trotzdem, ich habe ihn am Kai allein zurückgelassen. Das Wasser ist ziemlich tief. Und die Strömung ist auch nicht zu verachten. Hat er mir mal erzählt. Und Sie? Was werden Sie jetzt tun? Keine Ahnung. Es gibt immer Phasen der Verzweiflung. Nicht gleich übertreiben. Aber es ist natürlich was dran. Kein Mann, kein Job. Da kann man sich schon mal fragen, was mit einem los ist. Ich dachte, Pflegekräfte werden händeringend gesucht und... Frauen auch, trotzdem bin ich allein. Fangen Sie doch in einem anderen Heim an. Damit wären Sie ein Problem los. Auf keinen Fall. Manchmal muss man sich retten. Ja. Kosten der alten Leute. Dann doch lieber mit ihnen zusammen. Wie meinen Sie das? Ich räume schon mal ein bisschen auf, was ich behalten kann oder was weg muss. Ja, im Heim hat man ja doch nicht viel Platz. Mutter, so weit ist es noch nicht. Die ganze Zeit machst du den Eindruck, als wäre dir alles zu viel. Jetzt trittst du auf die Bremse. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Ja, dann sag mir bitte, was du willst. Was willst du denn? Hier bleiben. Hier kenne ich wenigstens die Leute. In so einem Heim. Die kümmern sich vielleicht, aber man ist doch... Hier muss sich auch jemand kümmern. Ich gehe schon. Bin ich zu früh? Nein, nein. Darf ich vorstellen? Judith Heimshoff. Ja, das ist meine Mutter, Frau Krüger. Guten Tag. Guten Tag. Frau Heimshoff hat bisher in einem Altenheim gearbeitet. Und sie will sich jetzt selbstständig machen. Und was hat das mit mir zu tun? Das letzte Geschenk. Kriminalhörspiel von Erhard Schmid. Es sprachen Kommissar Krüger Thomas Balu Martin, seine Mutter Ilse Strambowski, Herr Matti Walter Renneisen, Schwester Judith Janina Sachau, Frau Born Johanna Gastorf, Dr. Ebel Bernd Hahn, Pfleger Carsten Jonas Beck. Sowie Gisela Keiner, Rena Pieper und Klaus-Dieter Pittrich. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.
Dramaturgie Georg Büren. Das ist der junge Mann hier. Aber da werden Sie heute wenig Glück haben. Unser Herr Felbert ist ein bisschen müde, obwohl wir eigentlich gut geschlafen haben. Herr Felbert! Aufwachen! Sie haben Besuch! Herr Felbert! Sie müssen lauter sprechen. Können Sie mich verstehen? Ich glaube, das hat im Moment wenig Sinn. Er hat doch nichts ausgefressen, oder? Weswegen ist er denn bei Ihnen? Das Übliche. Der Sohn konnte sich nicht kümmern. Wollte es vielleicht auch nicht. Und allein kam er nicht mehr zurecht. Sie sehen ja selbst, es gibt Phasen, in denen liegt er nur da. Von ärztlicher Seite aus wurde eine Form von Demenz diagnostiziert. Entschuldigen Sie, aber kann man vielleicht das Fenster mal aufmachen? Ich versichere Ihnen, an den Geruch gewöhnt man sich. Was glauben Sie, wann ich mit ihm reden kann? Oh, das lässt sich nicht sagen. Manchmal schläft er den ganzen Tag. Nicht wahr, Herr Felbert? Im Moment haben wir überhaupt keine Lust. Liegt er ganz alleine hier? Nein, das andere Bett ist ebenfalls belegt. Unser Herr Matti ist nur gerade zur Gymnastik. Erschossen? Ja, ganz recht. Das ist ja entsetzlich. Meinen Sie, der alte Felbert würde überhaupt verstehen, was passiert ist? Er hat durchaus seine wachen Momente, obwohl er früher besser beieinander war. Aber so ist das nun mal mit alten Leuten. Die Zeit bleibt nicht stehen. Kennen Sie doch bestimmt von zu Hause. Entschuldigung, geht mich ja nichts an. Frau Heimshoff. Sie können mich Judith nennen. Oder Schwester Judith, wenn Ihnen das lieber ist. Danke. Kam der Sohn vom alten Felbert oft zu Besuch? Oft? Oft ist relativ. Manche Angehörigen schauen jede freie Minute vorbei. So einer war nicht, aber ist durchaus regelmäßig aufgetaucht. Ist Ihnen mal was aufgefallen? Sie sind doch jeden Tag hier. Nein. Außerdem kümmere ich mich nicht darum, wie einer ist oder nicht ist. Es sei denn, ich muss ihm den Hintern abwischen. Und selbst dann mache ich mir keine großen Gedanken. Haben Sie eigentlich keine andere Spur? Das ist keine Spur. Ich versuche nur, mir einen Eindruck zu verschaffen von dem Mann. Na dann, viel Spaß. Tut mir leid, ich muss wieder rein, sonst komme ich mit dem Pensum nicht durch. Jetzt machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Mach ich doch gar nicht. Ich sag nur, du sollst mich in Ruhe lassen. Das kommt aufs Gleiche raus. Ich habe Sie zur Gymnastik gebracht, ich habe Sie abgeholt. Jetzt gehen Sie gefälligst zum Klo, solange ich hier bin. Ich kann aber nicht. Ich war doch gerade erst. Und nachher kann ich nicht. Dann... Das habe ich nicht behauptet. Der alte Matti... Ja? Wissen Sie, wo der ist? Danke fürs Rausschieben. Dazu haben die mal wieder keine Zeit. Ja, Sie sind ein schlauer Fuchs. Sie haben mich absichtlich zur Wohnung von Mark Felbert geführt, nicht wahr? Weil Sie irgendwas mitgekriegt haben? Haben Sie die beiden belauscht, Frau Born und diesen Dr. Ebel? Die denken alle, ich höre nicht mehr gut. Aber wenn es drauf ankommt. Oh. Und jetzt machen Sie den Laden dicht. Ja, so einfach ist das nicht. Hallo, Schwester Judith. Wissen Sie, bei mir ist das nicht so tragisch, das mit der frischen Luft. An guten Tagen schnappe ich mir den Rollator und los geht's. Naja, aber mit den Frauen klappt das nicht mehr so. Ich meine, im Kopf schon. Und der kleine Freund hätte auch nichts dagegen, aber... Bitte, Herr Matti, bitte. Ich dachte, wir könnten uns ein bisschen austauschen. Aber ich sehe schon, da haben es die Jungen leichter. Die finden immer einen zum Reden. Und nicht nur dafür. Obwohl die auch ihr Päckchen zu tragen haben. Ich meine, wie geht's ihr denn? Wem? Der Schwester Judith. Wieso? Aber man braucht sie ja nur anzusehen, wie sie dort steht und raucht. Seit ihr Freund tot ist. Welcher Freund? Mark. Mark Felbert? Ja, die waren doch liiert, die beiden. Oder haben sie das nicht gewusst? Frau Heimshoff, Sie sind mit Mark Felbert gesehen worden. Von verschiedenen Heimbewohnern. Blicke, vertrauliche Gespräche. Zärtlichkeit. Alte Leute bilden sich gern was ein.
Außerdem bin ich mir sicher, dass wir Ihre Fingerabdrücke finden werden. In der Wohnung, im Wagen und auf den Heimunterlagen dir widerrechtlich. Kann sein, dass ich da was angefasst habe. Ohne zu wissen, als ich mal bei ihm war. Das Verhältnis geben Sie also zu? Herrgott, ja. Ja? Mark hat im Heim jede Menge Theater gemacht. Wenn bekannt geworden wäre, dass er und ich... Das war keine große Geschichte. Hat auch nur ein paar Monate gedauert. Den Job wäre ich trotzdem los gewesen. Kontakt mit Angehörigen, sowas sehen die nicht gern. Sie haben ihm die Unterlagen besorgt, nicht wahr? Irgendwann hatte ich das Pflegeprotokoll bei seinem Vater liegen lassen. Die Liste, wo ich eintrage, was gemacht worden ist, waschen, kämmen und so weiter. Aber an dem Tag war ich wieder zu nichts gekommen. Das Protokoll war die nicht den Tatsachen die entsprechen. Die Unterlagen sind immer komplett. Ja, weil die fehlenden Leistungen nachträglich eingetragen werden. Also ich bitte Sie. Herr Dr. Ebel, warum haben Sie versucht, die Angelegenheit zu vertuschen? Das habe ich nicht. Immerhin haben Sie nach den Unterlagen gesucht. Frau Born und ich kennen uns seit langem. Ich wollte nur behilflich sein. Wobei, den Status quo zu erhalten? Mein Gott, die Alten müssen schließlich irgendwo hin. Mahlzeit. Was ist denn? Ich bin mitten in einer Vernehmung. Ich habe mir das nochmal überlegt, dass mir dauernd schwindelig wird und ich so viel vergesse. Letzte Woche habe ich den Herd dreimal angelassen. Dreimal. Mutter, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Vielleicht gehe ich doch besser ins Heim. Was? So plötzlich? Ja, weißt du, wir haben doch schon so oft darüber gesprochen, dass ich nicht mehr gut zurechtkomme. Und du bist ja auch dafür. Moment, Moment, das habe ich nie gesagt. Ich habe mir ein paar Adressen rausgesucht, weißt du. Da rufe ich jetzt einfach mal an. Sowas kannst du doch nicht übers Knie brechen. Ich komme heute Abend vorbei. Aber wieso? Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Pass auf, jetzt kann ich mir das Heim noch selbst aussuchen, weißt du? Wer weiß, was später ist. Jetzt stell dich nicht so an. Und dreh dich gefälligst um. Carsten, was machst du denn da? Hey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Es ist fast 11. Ist der noch immer nicht sauber? Wie denn, wenn er sich so anstellt? Dann lass mich das machen. Finger weg! Carsten. Spiel dich jetzt bloß nicht auf. Du bist auch keine Heilige? Meinst du, ich weiß nicht, was hier los ist? Wer den Sohn vom alten Felbert hier reingeschleust hat, trotz Hausverbot. Glauben Sie mir, ich tue mein Bestes. Alle hier tun das. Oder sagen wir fast alle. Sogar unsere Frau Born. Aber wir stoßen nun mal an unsere Grenzen. Und wie hält man das durch? Alte Leute abzufertigen, ist nicht jedermanns Sache. Manche von uns trinken, werfen was ein, um runterzukommen. Viele kündigen. Jeder hat seine eigene Methode, damit umzugehen. Welche haben Sie denn? Ich? Ich bete manchmal. Und das hilft? Das habe ich nicht behauptet. Der alte Matti... Ja? Wissen Sie, wo der ist? Danke fürs Rausschieben. Dazu haben die mal wieder keine Zeit. Ja, Sie sind ein schlauer Fuchs. Sie haben mich absichtlich zur Wohnung von Mark Felbert geführt, nicht wahr? Weil Sie... vor die Tür zu kommen? Ja, früher hat mir das geholfen. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin los, kreuz und quer. Und dann, plötzlich... war alles wieder da. Manchmal jedenfalls. Ja, manchmal. Sie müssen das als Teil Ihrer Arbeit ansehen. Ja? Wie ein Verhör mit anderen Mitteln. Da gibt es doch auch bestimmte Techniken. Ja, Rumfahrtechniken. Hören Sie, es wird gleich dunkel und ich hatte wirklich einen anstrengenden Tag. Ich auch. Ja, Sie. Was glauben Sie denn, wann die uns wecken? Ja? Und? Schon was gefunden? Nein. Vielleicht suchst du an der falschen Stelle. Ich habe versprochen, dir zu helfen und dabei bleibt es, aber du wirst mir jetzt keine Vorschriften machen. Ja, das war nicht meine Absicht. Ich sehe mir das Ganze an, dann handle ich. So ist es auch diesmal. Mir ist gar nicht wohl bei der Sache.
Glaubst du mir? Das kann mich meine Approbation kosten. Ja, so weit wird schon nicht kommen. Ich frag mich eh, warum ich das tue. Weil wir alle im selben Boot sitzen. Ich muss jetzt weitermachen. Okay, und beeil dich. Entschuldigung. Und? Ist Ihnen inzwischen was eingefallen? Die Gedanken sind ein flüchtig Ding. Sind mal hier, mal dort. Ich hab's befürchtet. Haben Sie denn keine Fragen? Was für Fragen? Kommissare wollen doch immer alles wissen. Leben, Beruf, die dunklen Geheimnisse. Oh, was ich Ihnen alles erzählen könnte. Ich sag's doch, Ihnen ist nur langweilig. Was mir im Übrigen auch helfen würde, um mich zu erinnern, meine ich, wenn wir mal am Tatort vorbeiführen. Das fehlt gerade noch. Nun kommen Sie schon. Ist doch nur um die Ecke. Das wissen Sie? Na, der Felbert hat doch kein Geheimnis daraus gemacht. Aus seiner Adresse. Außerdem kenne ich die Gegend. Deswegen haben Sie mich hergelotst. Nicht, weil Sie früher hier gewohnt haben. Damit Sie was erzählen können. Beim Frühstück. Das ist der Grund. Meine Wohnung war ganz woanders. Am alten Hafen. Da vorne, rechts. Sie kriegen wohl immer, was Sie wollen. Ja, da drüben ist es. Egon-Benz-Straße 2. Welche Etage gleich nochmal? Erste. Aber da brennt ja Licht. Das ist ein Missverständnis. Sie dringen in eine Wohnung ein, durchwühlen Schränke und Schubladen. Was gibt es da nicht zu verstehen? Das polizeiliche Siegel ist intakt. Dr. Ebel, Sie haben sich Zutritt verschafft. Ist doch egal, ob durch die Tür oder durch ein Toilettenfenster, das nicht mehr richtig aber schließt. Aber mich deswegen mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Sie haben recht, Sie haben recht. Dass es sich um den Tatort handelt, ist bestimmt reiner Zufall. Außerdem sind Sie ja der Hausbesitzer. So, das ist völlig ist normal, es. Mit einer Leiter über den Balkon. Ach, nun denken Sie doch, was Sie wollen. Gedanken sind ein flüchtig Ding. Sind mal hier. Mal dort. Ich hab's befürchtet. Haben Sie denn keine Fragen? Was für Fragen? Kommissare wollen doch immer alles wissen. Leben, Beruf, die dunklen Geheimnisse. Oh, was ich Ihnen alles erzählen könnte. Ich sag's doch, Ihnen ist nur langweilig. Was mir im Übrigen auch helfen würde, um mich zu erinnern, meine ich, wenn wir mal am Tatort vorbeiführen. Das fehlt gerade noch. Nun kommen Sie schon. Ist doch nur um die Ecke. Das wissen Sie? Na, der Felbert hat doch kein Geheimnis daraus gemacht. Aus seiner Adresse. Außerdem kenne ich die Gegend. Deswegen haben Sie mich hergelotst. Nicht, weil Sie früher hier gewohnt haben. Damit Sie was erzählen können. Beim Frühstück. Das ist der Grund. Meine Wohnung war ganz woanders. Am alten Hafen. Da vorne, rechts. Sie kriegen wohl immer, was Sie wollen. Ja, da drüben ist es. Egon-Benz-Straße 2. Welche Etage gleich nochmal? Erste. Aber da brennt ja Licht. Das ist ein Missverständnis. Sie dringen in eine Wohnung ein, durchwühlen Schränke und Schubladen. Was gibt es da nicht zu verstehen? Das polizeiliche Siegel ist intakt. Dr. Ebel, Sie haben sich Zutritt verschafft. Ist doch egal, ob durch die Tür oder durch ein Toilettenfenster, das nicht mehr richtig aber schließt. Aber mich deswegen mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Sie haben recht, Sie haben recht. Dass es sich um den Tatort handelt, ist bestimmt reiner Zufall. Außerdem sind Sie ja der Hausbesitzer. So das ist völlig ist normal, mit einer Leiter über den Balkon. Ach, nun denken Sie doch, was Sie wollen. Haben Sie einen Anwalt? Den brauche ich nicht. Das haben schon viele gesagt. Wissen Sie, ich komme von ganz unten. Schule abgebrochen, zweiter Bildungsweg. Und? Ich weiß, was es heißt, sich durchzubeißen. Mich legt so schnell keiner aufs Kreuz. Und was ist da in Ihrer Umhängetasche? Doch, persönliche Sachen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich einen kurzen Blick drauf werfe. Allerdings habe ich das. Herr Dr. Ebel, Sie sollten mir die Tasche geben, und zwar freiwillig. Diese Dokumente gehen niemanden etwas an. Aber bitte, wenn es der Wahrheitsfindung dient... Danke. Das ist nur Papierkram. Sie können mir ruhig glauben. Damit kommen wir bei der Polizei nicht weit. Diese Unterlagen stammen aus dem Heim. Das sind vertrauliche Dokumente. Ja, wieso hat Mark Felbert sie dann besessen? Keine Ahnung. Dr. Ebel behauptet, er hätte die Papiere schon bei sich gehabt, als er in die Wohnung eingestiegen ist. Aber die Zimmer sind durchsucht worden. Außerdem haben wir weitere Dokumente dieser Art gefunden.
Das sind Pflegeprotokolle, Dienstpläne, wer wann gearbeitet hat. Ja und? Zärtlichkeit. Ach, alte Leute bilden sich gern was ein. Außerdem bin ich mir sicher, dass wir ihre Fingerabdrücke finden werden. In der Wohnung, im Wagen und auf den Heimunterlagen, die widerrechtlich... Kann sein, dass ich da was angefasst habe. Ohne zu wissen, als ich mal bei ihm war. Das Verhältnis geben Sie also zu? Herrgott, ja. Ja? Mark hat im Heim jede Menge Theater gemacht. Wenn bekannt geworden wäre, dass er und ich... Das war keine große Geschichte. Hat auch nur ein paar Monate gedauert. Den Job wäre ich trotzdem los gewesen. Kontakt mit Angehörigen. Sowas sehen die nicht gern. Sie haben ihm die Unterlagen besorgt, nicht wahr? Irgendwann hatte ich das Pflegeprotokoll bei seinem Vater liegen lassen. Die Liste, wo ich eintrage, was gemacht worden ist, waschen, kämmen und so weiter. Aber an dem Tag war ich wieder zu nichts gekommen. Das Protokoll war also voller Lücken. Ja, und Mark steht da und macht mich an. Ich bin regelrecht zusammengeklappt. Hab versucht, ihm das zu erklären, wie es zu diesen Lücken kommt. Den größeren Zusammenhang. Dass Sie gar nicht anders können. Wir sind da ein paar Mal ausgegangen. Ich habe ihm erzählt, von der Arbeit. Er hat zugehört. Endlich hat mir mal jemand zugehört. Wie gesagt, der eine trinkt, der andere lässt seinen Frust an den Alten aus. Und Sie brauchen Zuneigung. Jeder hat seine eigene Methode. Seit wann sind Sie nicht mehr zusammen? Weiß ich nicht, ein paar Wochen. Sie wissen ja, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Haben Sie nicht gemerkt? Was? Dass er sich nur mit Ihnen eingelassen hat, um an die Unterlagen zu kommen? Dass auch er Sie nur ausnutzt, so wie Sie bei der Arbeit ausgenutzt werden? Nein. Haben Sie ihn deswegen umgebracht? Ob Ihre Mitarbeiterin tatsächlich mit dem Mord in Verbindung steht, das ist allerdings noch offen. Frau Heimsoff ist natürlich mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dann haben Sie ja noch weniger Personal. Hier geht es um Vertrauen, Loyalität. Darum, dass man sich aufeinander verlassen kann. So wie sich die Heimbewohner auf Sie verlassen können? Solange jeder Einzelne von uns nicht bereit ist, mehr für die Alten auszugeben, wird sich an der Situation nichts ändern. Entschuldigung. Was ist denn? Der Friedhof hat angerufen. Der Matti hat sich wieder selbstständig gemacht. Das gibt's doch nicht. Das macht er manchmal. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Überanstrengung, Kreislaufkollaps, genau wie vorgestern. Wo ich so lange nicht hier war. Aber nicht, dass Sie sich vom Acker machen. Keine Angst. Weit kommt sowieso nicht. Zweimal Cappuccino zum Mitnehmen. Sonst noch was? Ein Stück Kuchen? Nein, danke. Milch und Zucker? Nur für mich nicht, aber vielleicht. Augenblick, ich frag mal. Herr Matti? Haben Sie gesehen, wo der hin ist? Wer? Na, der im Rollstuhl. Nee. Das gibt's ja nicht. Herr Matti! Und Ihr Kaffee? Manchmal gehe ich hierher, setze mich auf eine Bank. Das Geschrei beruhigt mich irgendwie. Seltsam, nicht wahr? Herr Matti war auf dem Friedhof, um sich von Gerlinde Weber zu verabschieden. Er wusste, wenn er den Pfleger erschießt, dann kommt er nie mehr vorbei. Dass er sich umgebracht hat, ist nicht Ihre Schuld. Trotzdem, ich habe ihn am Kai allein zurückgelassen. Das Wasser ist ziemlich tief. Und die Strömung ist auch nicht zu verachten. Hat er mir mal erzählt. Und Sie? Was werden Sie jetzt tun? Keine Ahnung. Er
Es gibt immer Phasen der Verzweiflung. Nicht gleich übertreiben. Aber es ist natürlich was dran. Kein Mann, kein Job. Da kann man sich schon mal fragen, was mit einem los ist. Ich dachte, Pflegekräfte werden händeringend gesucht und... Frauen auch, trotzdem bin ich allein. Fangen Sie doch in einem anderen Heim an. Damit wären Sie ein Problem los. Auf keinen Fall. Manchmal muss man sich retten. Ja, auf Kosten der alten Leute. Dann doch lieber mit Ihnen zusammen. Wie meinen Sie das? Ich räume schon mal ein bisschen auf, was ich behalten kann oder was weg muss. Ja, im Heim hat man ja doch nicht viel Platz. Mutter, so weit ist es noch nicht. Die ganze Zeit machst du den Eindruck, als wäre dir alles zu viel. Jetzt trittst du auf die Bremse. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Ja, dann sag mir bitte, was du willst. Weil ich unruhige Personen will beherbergen. Menschen, die unentwegt nach dem Personal rufen, die durch die Flure geistern, vor allem nachts. Der Sohn war mit dieser Maßnahme jedenfalls nicht einverstanden. Natürlich nicht. Ist er deswegen handgreiflich geworden? Wer hat Ihnen das gesagt? Na, haben Sie nichts gegessen? Die sind nur Haut und Knochen. Der Sohn vom alten Felbert hat Sie also tätlich angegriffen. Das ist ewig her. Haben Sie sich überlegt, mir das wochenlang und bringen ihn dann um die Ecke? Habe ich Besseres zu tun. Was sagt sie? Keine Ahnung. Außerdem hat er mich nicht tätlich angegriffen. Nein? Nee, mich am Arm gepackt. Ungefähr ja, so und, ja, und dann hat er mich weggestoßen. Das nenne ich sehr wohl einen Angriff. Ach, ich war früher mal Türsteher. Bin ich ganz anderes gewohnt. Ruft sie da jemand? Ah, das ist nur der alte Fromm. Der will aufstehen, aber ich kann jetzt nicht. Hier sind Sie. Ja? Haben Sie der Polizei erzählt, dass die beiden aneinander geraten sind? Frau Born, ich glaube, die Hauskapelle ist nicht der richtige Ort. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Nein. Nichts habe ich denen gesagt, gar nichts. Judith, ich will Ihnen ja keine Vorschriften machen. Ach nein. Ich will Sie nur daran erinnern, dass nicht alles, was hier im Haus geschieht, von... Ja, sagen wir, allgemeinem Interesse ist. Das kann man auch anders sehen. Sie wissen, was ich meine. Ich verlasse mich auf Sie. Sagen Sie mal, diese Frau, bei der wir eben waren, die hat doch jetzt überhaupt nichts im Magen. Natürlich nicht. Aber was soll ich denn machen? Zum Füttern habe ich keine Zeit. Ich bin ganz alleine hier. Und heute Abend gibt's ja wieder was. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Und wenn Sie mich fragen, war das übrigens genau richtig, das mit dem Hausverbot. Der Kerl hat sich dauernd beschwert, und das in einem Ton. Wenn er nun mal mit der Betreuung unzufrieden war, dann... Sind Sie alle. Dabei reißen wir uns hier den Arsch auf. Weil Sie nicht in der Lage sind, sich selbst um Ihre Angehörigen zu kümmern. Aber wehe, es wird nicht genug gelüftet. Ja, oder eine Windel ist mal voll. Die Pflegeversicherung ist doch genau... Dafür kriegen Sie kein Vier-Sterne-Hotel. Und Mark Felbert hat sich trotzdem aufgeregt. Wer seine Angehörigen abgibt, muss wissen, was er tut. Und damit leben. Das wissen wir alle. Es ist nun mal nicht genug Geld da. Aber dafür kann ich nichts. Und trotzdem lassen alle immer ihren Frust nur an mir aus. Aber deswegen bringe ich noch lange keinen um. Herrgott! Hallo, Herr Doktor? Na, wieder mal im Haus? Zu mir brauchen Sie nicht zu kommen. Alles tipptopp. Herr Matti, ich führe hier ein dienstliches Gespräch. Entschuldigung. Das ist eine echte Nervensäge. Das mag sein, aber seine Werte sind okay. Ja, also, was ist nur Papierkram? Sie können mir ruhig glauben. Damit kommen wir bei der Polizei nicht weit. Diese Unterlagen stammen aus dem Heim. Das sind vertrauliche Dokumente. Ja, wieso hat Mark Felbert sie dann besessen? Keine Ahnung. Dr. Ebel behauptet, er hätte die Papiere schon bei sich gehabt, als er in die Wohnung eingestiegen ist. Aber die Zimmer sind durchsucht worden. Außerdem haben wir weitere Dokumente dieser Art gefunden. Das sind Pflegeprotokolle, Dienstpläne, wer wann gearbeitet hat. Ja und? Alte Leute zu betreuen ist ein schwieriges Geschäft. Besonders, wenn die anfangen, alles zu vergessen. Oder wenn sich die Persönlichkeit verändert. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele aggressive Alte es gibt?
Pflegefälle, die andere sexuell belästigen? Ja. Ja, das wollen Sie auch nicht wissen. Aber egal, in welcher Verfassung Sie sind, diese Betreuung hier ist nicht nur schwierig, sie ist vor allem teuer. Na, sicher, die polnische Lösung. Was für eine Lösung? Na, irgendeine unterbezahlte Kraft ohne Ausbildung, die bei Ihnen zu Hause lebt. Ja. Aber im Heim, das Geld der Pflegeversicherung reicht da hinten und vorne nicht. Es sei denn, Sie nehmen eine winzige Rendite in Kauf. Wenn Sie nicht gleich rote Zahlen schreiben wollen, aber das will keiner. Ja, besonders nicht, wenn es sich um einen privaten Betreiber handelt, so wie in Ihrem Fall. Also heißt es sparen. Was glauben Sie, warum wir chronisch unterbesetzt sind? Na, die sagen zwar immer, der Markt sei leergefegt, man finde niemanden, aber... Muss bei Ihnen deswegen alles zack, zack gehen, weil die zu wenig Leute einstellen? Ja, natürlich. Da bleibt keine Zeit, jemandem beim Essen zu helfen. Es sei denn, man stopft es drei Alten gleichzeitig in den Mund. Mit Reden ist auch nicht mehr viel. Und immer mit dem Blick auf die Uhr. Dabei sind die Zeiten eh knapp bemessen. Waschen, rasieren, ankleiden. Für alles haben sie immer nur ein paar Minuten. Aber selbst unter normalen Umständen ist das kaum zu schaffen. Kommen Sie. Ja. Ich zeige Ihnen mal was. Ja. Was heißt, Sie lassen vieles weg? Um Zeit zu sparen. Duschen, Nägel schneiden, umbetten, damit keine Druckstellen entstehen. Muss ja nicht sein. Jedenfalls nicht so oft. Spielnachmittage, Spaziergänge, gemeinsames Singen, fällt alles flach. Und wenn ich alleine zum Klo kann, kriegt eine Windel verpasst, weil es schneller geht. Probieren Sie mal. Was, den Pudding da? Keine Angst. Sie sehen doch alles unberührt. Hier ein Löffel. Danke. Boah. Boah, ist ja grauenhaft. Mit Wasser angemacht statt mit Milch. Boah. Wieder ein paar Cent gespart. Der Aufschnitt ist natürlich... Alzheimer. Die Patienten entwickeln sich zurück, werden unleidlich. Ich wusste, wie charmant und unwiderstehlich sie gewesen war. Aber alles, was denen einfiel, war, sie ruhig zu stellen. Genau wie den alten Felbert. Ja, sie haben sie einfach liegen lassen, haben die Windeln kaum noch gewechselt. Es ging dann ziemlich schnell. Galinda hat das Essen verweigert, sich wundgelegen. Ich habe das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass sie immer dünner wird. Aber denen war das egal. Vor allem diesem... Carsten. Genau. Dabei war es seine Abteilung. Aber er hat immer nur gesagt, wenn ich ihm weiter auf die Nerven gehe, sorgt er dafür, dass das Bett noch schneller frei wird. Kurz darauf war sie tot. Da muss kein Zusammenhang bestehen. Doch. Sie hätten mal sein Gesicht sehen sollen. Aha. Und bei Anton läuft's genauso. Da macht's auch nicht mehr lange. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Noch einen. Einen letzten. Der alte Hafen. Ja, ist eine schöne Gegend. Hier habe ich früher tatsächlich gewohnt. Damals, als die Schiffe hier noch festgemacht haben. Mark hatte mir erzählt, dass er auch eine Pistole besitzt. Illegal natürlich. Okay, habe ich gesagt. Hier sind 20.000, mehr habe ich nicht. Damit kannst du deinen Vater woanders unterbringen oder du lässt ihn zu Hause betreuen. Die beiden hat ja nichts, arbeitslos wie er war. Ja, deswegen hat er das Geld genommen. Aber dann hat er die Pistole nicht rausgerückt. Also habe ich ein Taxi gerufen, bin zu ihm. Können Sie sich vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, rauf in den ersten Stock? Er saß da, die Waffe auf dem Tisch und fing an zu jammern. Das könnte er nicht machen, mir die Pistole geben, das wäre ihm zu riskant. Da habe ich es mir einfach genommen. Ich war bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie man mit sowas umgeht. Und als er auf Sie los ist? Es war ein Reflex. Reflex? Warum haben Sie das Geld nicht benutzt, um etwas für Ihre Freundin zu tun? Was hätte ich denn machen sollen? Sie verlegen zu lassen in anderes Heim. Na, ich war ja nicht mit ihr verwandt. Sie sind geblieben, um Gerlinde zu rächen, nicht wahr? Ich glaube, jetzt könnte ich doch einen Kaffee vertragen. Könnten Sie... Da drüben ist ein Kiosk. Ich warte hier auf Sie. Wo ich so lange nicht hier war. Aber nicht, dass Sie sich... vom Acker machen. Keine Angst. Weit kommt's sowieso nicht. Zweimal Cappuccino zum Mitnehmen. Sonst noch was? Ein Stück Kuchen?
Nein, danke. Milch und Zucker? Für mich nicht, aber vielleicht. Augenblick, ich frag mal. Herr Matti?